Hallo zum ersten Style & Talk. Habe ich das vorher so genannt? Ich bin schon wieder komplett raus. Zum ersten Style & Talk nach der Pause. Ich nutze gerade eine Creme, Sonnencreme. Das muss ich ein bisschen zurückschieben. Sonst schneidet es mir den Kopf ab. Das wollen wir nicht. Von den zwei. Die Gnocchi-Geschichte. Ich muss hier noch die andere Creme liegen haben. Also mit der Sonnencreme für den Körper, die da bin ich nicht klar gekommen. Die habe ich mir ja anfänglich auch ins Gesicht geschmiert, da geht die gar nicht. Jetzt haben die auch eine Sonnencreme fürs Gesicht. Die werde ich hier auch vorstellen, aber sie ist schweineteuer. Aber, und das muss man ihr auch wirklich zusagen, die ist halt auch richtig gut. Wer dieses klebrige Gefühl nach Hyaluron nicht mag, weil ich vermute mal, da ist Hyaluron mit drin, also hat einige Wirkstoffe drin, der ist dann nicht auch gut aufgehoben, weil die ist bäppig, die ist wirklich bäppig. Ich sag's mal in meinem Schwäbisch, wie sich's gehört. Ich muss dringend meinen Pony wieder schneiden. Ich weiß, ich sag das jedes Video, aber es muss halt auch alle 4 Wochen. Muss das halt auch machen. Heuschnupfen ist immer noch am Start und ich vergesse es in letzter Zeit so oft, das Zeug zu nehmen. Also die Sonnencreme, die ist halt wirklich... Ich weiß, ich habe was auf der Haut, aber es ist lange nicht so schmierig. Aber du siehst halt aus wie glasiert. Das ist nicht schmierig, das ist wie so eine Schicht, die sich gebildet hat. Die pellt sich aber nicht ab, lustigerweise. Ich kann noch nicht so super viel dazu sagen. Ich verwende die jetzt erst zum zweiten Mal. Aber bin jetzt schon so ein bisschen Feuer und Flamme. Aber du hast halt nur 30 Milliliter für 15 Euro oder so. Teuer. Aber ich wollte der Marke einfach nochmal eine Chance geben. Denn so... dass zwei Sportler sich was überlegen und das austüfteln, das kann ja eigentlich im Endeffekt nur gut werden. Und ich dachte mir halt bei der Sonnencreme, ja, wisst ihr, wie ich meine. Das Shampoo, ich hatte ja auch so ein Shampoo, das war okay. Da waren auch ganz gute Inhaltsstoffe drin, also auf meiner Kopfhaut. Hat es ganz gut funktioniert, weil bei mir ist ja die Kopfhaut immer so ein bisschen ausschlaggebend. Denn ich habe schnell fettende Haare, sprich ständig eine trockene Kopfhaut. Und dann ist es halt einfach auch wichtig, bei einer trockenen Kopfhaut, nicht, was ist trocken, also feuchtigkeitsarm, dass du halt nicht die ganze Zeit deine Haare wäschst. Also sprich jeden Tag, das ist halt so ein Teufelskreislauf, aber wenn du halt feuchtigkeitsarme Kopfhaut hast, dann fetten die und du willst so nicht rumlaufen. Ich habe jetzt seit einer Zeit lang lasse ich das die Heilerde sein, denn wie gesagt, gerade ist wieder nicht so gut, aber das ist halt einfach auch so ein bisschen normal bei mir. Es gibt mal Phasen, die sind besser, und dann gibt es wieder Phasen, die sind eher shitty. Ich verwende übrigens das Mineral-Make-up immer noch von Alverde. Das will einfach nicht leer gehen. Das ist voll schlimm. Naja. Das Gute an Mineral-Make-up ist halt, das geht nicht kaputt. Oder mal nicht so schnell. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nicht eine Packung Make-up leer bekommen. Concealer, ja, ist für mich kein Problem. Aber Make-up, ja, mich schon. Und diese Mineraldinger, die gibt es, glaube ich, könnte mich gerne verbessern. Nicht mehr bei Alverde. Denn da gab es, glaube ich, nur 3 Farben oder so. Und auch die Farbe hier ist halt nicht so hundertprozentig gut. Bei Mineral-Make-up ist halt nur so
Du musst halt irgendwie eine Creme drunter haben, in dem Fall jetzt eine Sonnencreme. Wenn du es abends erst aufträgst, dann trägst du natürlich eher keine Sonnencreme auf, das ist klar. Aber so tagsüber hast du ja eine Sonnencreme drunter. Das Gute ist, das verbessert die Sonnencreme natürlich auch und bricht sie nicht auf. Also sättet sie. Was ganz gut ist. Aber das dunkelt halt echt nach. Das ist, was ich daran nicht so mag. Und es wird halt nicht nur dunkel, sondern es wird gelblich. Und da ich eher ein kühler Typ bin, ist dieses Gelbliche immer so ein bisschen komisch. Jetzt merke ich gerade, mache ich das auf? Das werde ich jetzt demnächst auch mal austauschen. Es geht noch. Es geht noch. Also bei solchen Sachen, bei solchen Cremeprodukten gehe ich meistens nach dem Geruch. So. Und meinen müden Blick machen. Wenn das so richtig heiß ist, habe ich eigentlich im Endeffekt nicht eine große Lust, mich zu schminken. Mache ich auch die meiste Zeit über nicht. Dann gibt es jetzt noch, da ich zurzeit keinen Primer habe, gibt es jetzt noch von Lili Lolo das Mineral-Make-up, was ich immer noch habe. Das ist so eine richtig gute Aufbrauchaktion, die ich gerade hier leiste, finde ich. Also hätte ich jetzt noch einen Haufen Zeug hier, würde ich die Sachen, glaube ich, niemals aufbrauchen. Das Lili Lolo will ich mir seit Monaten, / Jahren groß kaufen. Aber solange ich halt eben dieses Alverde habe, will ich halt schon zuerst leer machen, weil Fakt ist, wenn ich mir dann das Lili Lolo kaufe, es fehlt schon einiges, das ist auf jeden Fall gut. Aber es ist halt immer noch jede Menge drin. Und wenn ich mir das Lili Lolo kaufe, dann nehme ich das nicht mehr, weil das nicht hundertprozentig stimmig für mich ist. Bronzer. Da wollte ich mir auch mal einen anderen angucken, der so ein bisschen mehr meinem Hautton entspricht. Weil das ist halt einfach zu rot. Das hier muss ich ein bisschen regeln. So. Ich mache eine Sache immer wieder falsch, wenn ich einen Concealer verwenden möchte. Darf ich ja nicht im Vorher Puder drauf machen. Ich lasse den Concealer jetzt weg. Geht auch ohne. Zumindest heute. So, neues Glück, neue Packung. Augenbrauengel. Und bei Kosmetik und gerade solchen Sachen verwende ich halt ganz gerne Naturkosmetik. Ich sag euch gerne auch warum. Weil man bei Naturkosmetik davon ausgehen kann, dass hier kein Plastik, Mikroplastik im Produkt drin ist. Achtet da mal ein bisschen mehr drauf. Denn ja, bei normaler Kosmetik sind wir im Vormarsch, aber was dekorative Kosmetik betrifft, noch gar nicht. Da
Also da wird es einem heiß und kalt, wenn man mal guckt, was in so einer Mascara drin ist, was in so Gels drin ist, so Augenbrauen gehen und was es da nicht alles gibt. Klar, es gibt da Augenbrauen-Gels, die auf Seife basieren, was ich ganz gut finde. Zurück zum Ursprung. Denn die Frauen früher haben es ja auch geschafft, sich zu schminken. Und da müssen wir einfach auch wieder hin. Und wer da eher zu Naturkosmetik greift, klar, die ist manchmal in der Performance nicht ganz so geil, der geht dem Thema Mikroplastik aus dem Weg. So, jetzt habe ich hier die hier. Ich kann dann überlegen, ob ich die verwenden soll. Ich glaube, ich habe da Bock drauf. Auf den Farbton. Auf den Farbton. Der rötliche ist mir persönlich schon wirklich zu rötlich. Das sind Rival de Loupe Paletten. In ihrer Art und Weise okay. Für das, was ich brauche, voll in Ordnung. Aber wenn jemand so richtig viel sich schminkt und da auf Qualität achten möchte, das ist, glaube ich, bei Rival de Loupe nicht ganz so aufgehoben. Ich finde die okay. Aber ihr merkt ja schon, okay ist halt auch nicht super gut. Ja. So. Ich würde normalerweise heute eigentlich beim Sport sein, aber ich habe mal wieder ein bisschen Scheiße gebaut mit meiner Gesundheit. Also das ist, wenn du Muskelaufbau betreibst, ist es halt echt wichtig, dass du auf deine Gesundheit achtest. Und wenn du halt merkst, dass du so ein bisschen rumkränkelst, und bei mir ist es halt seit über einer Woche die Blase, dann solltest du halt auch mal zu Hause bleiben und nicht trainieren. Und ich so, ja, das wird schon gehen, das wird schon gehen, das wird schon gehen. Heute habe ich dementsprechend, oder schon seit gestern, ich habe halt gestern gemerkt, mein Körper hat voll negativ auf das Training gestern reagiert mit harten meinen Muskeln. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr krank trainiert, dann kann es passieren, dass ihr richtig krasse Muskelschmerzen bekommt. Und meine Muskeln haben gestern schon richtig negativ darauf reagiert. Da habe ich schon gemerkt, so, das war nicht so gut. Und von dem her, heute haben wir Samstag, gucke ich mal, wie es mir am Montag geht. Und ich vermute aber, dass ich am Montag noch nicht gehen kann. Dass ich am Montag auch noch mal aussetzen muss, aber wir werden sehen. Weil ich sonntags ja eh nie trainiere, habe ich ja noch den Sonntag jetzt und den heutigen Tag auch. Denn das ist halt nicht zu verkennen, wenn der Körper Muskeln aufbaut. Das ist für den Körper halt auch eine kleine Tortur. Und man sollte halt krank niemals zum Sport gehen. Das hängt nicht ohne Grund bei mir überall im Fitnessstudio. Aber ich wieder. Bei mir läuft es wieder anders. So, weißt du, ich meine. Aber das kennt, glaube ich, jeder, der sich dann denkt, ah, so schlimm wird es schon nicht sein, das wird schon passen. Und ich verwende bei Blasenentzündungen Angucin und Manose.
Bis dato hat das immer geklappt. Drückt mir die Daumen, dass es diesmal auch klappen wird. Wo habe ich's? Normalerweise mache ich ja keine Werbung für sowas. Da musst du 3 bis 4 Stück dreimal am Tag nehmen. Das ist auf Meerrettich aufgebaut. Und wirkt eigentlich ganz gut. Also so die letzten Male, wo ich das genommen habe, hat das ganz gut funktioniert. Das habe ich jetzt zum 3. Mal. Und beim letzten Mal dachte ich so, als ich Blasenentzündung hatte, ja, die ist nicht richtig weg. Dann bin ich zum Arzt, habe das testen lassen. Und da hat dann gemeint, nö, das ist ganz normal weg. Alles easy. Kann man das so machen? Ich hoffe doch. Ich habe heute noch vor, noch ein Video vorzudrehen, damit ich halt, wenn es in meiner Welt ist, ja noch Juli, damit ich ein bisschen Vorlaufzeit habe, wenn es wieder richtig losgeht. Die Augen finde ich gar nicht mal so übel. Kann man so machen. So. Jetzt habe ich mir einmal eine braune und eine schwarze Mascara gekauft. Das war jetzt die braune, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Das war die braune. Wir nehmen die braune, weil heute ist alles so schön. Ton in Ton. Wenn ihr mich übrigens unterstützen möchtet und dieses Format hier gerne mögt, gebt der Sache doch gerne einen Daumen nach oben. Und falls ihr kein Video mehr von mir verpassen möchtet, gerne abonniert meinen Kanal. Ich mag frische Mascara an mir einfach nicht so. Ich habe die jetzt zwar schon eine ganze Weile wieder, aber wenn die zu neu ist, dann ist die einfach nicht so. Dann hält die einfach bei mir nicht ganz so gut. Naja, das geht so, oder kann man schon machen. Kann man so machen, muss man aber nicht. Ich nehme so ein bisschen. So ein bisschen ein Rouge. Ja, und man merkt jetzt so, vielleicht sieht es auch in meiner Welt ein bisschen brauner aus, als es eigentlich ist. Aber in meiner Welt merkt man halt, dass es alles so ein bisschen gelbbraun ist. Glas passt dann zum Bronzer, der ja schon leicht gelblich ist. Naja. Ich muss mal wieder zum Friseur. Okay, vor allem mein Pony ist halt echt viel zu lang. Der hängt halt nur noch da. So, ihr Lieben, ich melde mich ab. Sag danke fürs Einschalten. Du weißt, wie du mich unterstützen kannst. Ich sag danke fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Tschüss.